Servus, Dominik spricht hier. Ich bin unter anderem hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, nicht nur was Feuerwehrjugend betrifft, sondern vor allem gerade in diesem Jahr für den 22. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb. Wir sind in voller Vorfreude, wir freuen uns auf dieses Riesen-Event. Wir haben über 2 Jahre Vorbereitung jetzt hinter uns und ja, morgen starten wir schon los. Am Donnerstag sind wir am Hauptbahnhof mit unserem Infopoint vor Ort, damit wir die anreisenden Gruppen dort begrüßen. Und Näheres zu diesen Infopoints soll es wieder auch mehr geben, zwar nicht jetzt am Donnerstag, sondern dann am Samstag, werden wir dann morgen direkt vor Ort berichten. Und jetzt darf ich gleich weitergehen. Am Freitag finden dann hier am Sportplatz des FC Schottlau die Trainingsdurchgänge statt und natürlich auch das Ferienspiel. Das heißt, wir haben uns überlegt im Vorfeld, dass wir hier nicht nur den Bewerb durchführen und die Trainingsdurchgänge durchführen, sondern für Fans, für die Teilnehmerinnen, aber natürlich auch für die zahlreichen Wiener und Wienerinnen ein spannendes Programm zu machen, nämlich ein Ferienspiel, wo man sich Feuerwehrfahrzeuge, Polizeifahrzeuge, Rettungsfahrzeuge und viele andere Fahrzeuge von Magistratsabteilungen, aber auch von den Wiener Linien sich anschauen kann. Wir hoffen auf zahlreiche Besucher und freuen uns auf den 22. Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb, frei nach dem Motto Urleihwand.